Hier ist Ranja und wir spielen heute wieder Subnautica. Eventuell habe ich die Reihenfolge der Videos vertauscht. Hab gestern noch fleißig angekündigt, oh ja, jetzt kommt Montag, Mittwoch und Freitag immer Subnautica. Und hab dann Freitag ein anderes Video hochgeladen. Ja. Upsi Daisy, ich habe gedacht, das wäre Samstag. Deswegen kommt heute Subnautica. Aber ab nächste Woche, hoch und heilig versprochen, kommt Montag, Mittwoch und Freitag, okay? Ihr könnt mir unter jedem Video schreiben, dass das so ist. Ist mir ganz egal, auch wenn mich das momentan ein bisschen... Ah, naja. Wir haben letzte Folge die Insel ein bisschen durchsucht und haben auf diesem schicken, schicken Gebäude gesehen... Moment, ich lade mal in der Zwischenzeit, damit wir direkt ins Spiel starten können. Haben auf dem schicken, schicken Gebäude ein paar Sachen von den Aliens erkundet und haben festgestellt, dass wir infiziert sind und deswegen die Waffe nicht deaktivieren können, was auch immer das heißen mag. Übrigens ist euch aufgefallen, dass die Beleuchtung heute voll gut ist. Soll ich sagen, woran das liegt? Es ist Tag. Und normalerweise nehme ich immer nachts auf. Deswegen brauche ich immer voll viele von den vorderen Lichtern. Aber jetzt habe ich noch natürliches Licht von hinten, was den Raum heller macht. Ich weiß, wir sind alle froh. Oh, stimmt, genau. Die Sunbeam kommt in 12 Minuten. Ich habe eine Nachricht im Radio, die kann ich mir aber nicht angucken. Jetzt muss ich hier wohl oder übel die Zeit verbringen. Rom, nyom, nyom. Oh, ich kann überhaupt nicht rom, nyom, nyom. Mein Inventar ist nämlich voll. Oh ja, wir haben diese coolen Cubies. Wir haben alles. Wir können halt, wie gesagt, die Nachricht leider nicht anhören. Das ist ziemlich belastend. Das heißt, mehr oder weniger... sinnvoll können wir unsere Zeit jetzt verbringen. Ich würde hier einfach mal ins Wasser gehen. Ein bisschen gucken, ob wir noch was... Obwohl, wir können auch nicht looten. Ich würde sagen... Mein Masterplan ist es tatsächlich, einfach die Zeit abzuwarten. Ich glaube, wir können nichts tun. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? So, okay. Wir haben jetzt gewartet und gewartet und gewartet. Und in nur knappen 40 Sekunden ist es soweit. Und die Sunbeam kommt an. Das heißt, ich jogge jetzt hier einmal die letzten 30 Meter rüber, damit ich das auch sehe. Da fängt schon irgendwas an zu vibrieren. Bin ich jetzt an einem falschen Punkt? Nee, ich glaube, hier ist es tatsächlich. Ziemlich genau hier. Wo ist es denn? Ich sehe hier noch nichts. Ist ja auch erst in 13 Sekunden. Da muss man nicht übereifrig werden. Oh. Oh, warte. Tower? Tower? Was tust du da? Hallo? Tower? Überlebender, wir können sie sehen. Mann, ich weiß nicht, wie sie es dort unten ausgehalten haben. Wir sind in die Atmosphäre eingetreten und im Anflug auf den Landeplatz. Nice! Ist das ein Gebäude da unten? Was mein... Wie meinst du das? Identifizierung nicht möglich. Bleib dran, wir kehren jetzt nicht um. Okay, wir kehren nicht um. Sie kehren nicht um. Das ging überhaupt nicht gut. Es kommt vom Gebäude. Kurs ändern. Oh nein! Oh nein! Nein, das ist die Waffe! Nein! 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 Ey! Hier gibt es einen Tod, ne? Das überleben die nicht. Das überleben die nicht. Also, da kann mir keiner was erzählen. Da fällt ja... Also... Nee. Sehr ärgerlich, das Ganze. Ja gut, dann hat sich das wohl auch erledigt. Dann schwimmen wir jetzt wieder zurück. Pff, oder wo ist unsere Sima? Ja, Mist, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn wir jetzt gerettet worden wären schon. Weil es einfach merkwürdig wäre. Weil ganz ehrlich,
Denk mal nach. Wir haben so viel noch nicht erkundet und es gibt noch so viele Sachen, die wir eigentlich machen müssen, dass es einfach nur irritierend gewesen wäre, wenn wir das jetzt einfach so verlassen hätten können und sagen können: Hey, ja, wir fahren. Tschüssi, macht's gut. Ich fahre einfach wieder zurück zur Basis und dann würde ich sagen, war das ein gescheitertes Experiment. Vielleicht sind jetzt ja neue Bauteile oder sowas zu finden, weil ja neue Stückchen ins Wasser gefallen sind. Das kann ich mir vorstellen. Bin mir da nicht sicher, aber da ist ja relativ viel ins Wasser geplumpst. Hallo, Kamerad? Du bist friedlich? Du bist friedlich? Du bist friedlich? Nehme ich an? Der ist friedlich. Keine Sorge, Leute, der ist friedlich. Der brüllt nur ein bisschen, aber dem geht's gut. Der ist ein netter Kamerad. 29 Grad, kuscheliges Wasser. Ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Noch 500 Meter. Ja gut, was ist denn jetzt unser Ziel? Was ist denn unsere Mission jetzt? Jetzt sind wir ja ein bisschen gestrandet, ne? Ich glaube, wir wollten die Schubkanone machen und wieder zur Aurora gehen. Wir wollten uns auch die Radionachricht anhören. Und hier sind ein Haufen von diesen Blubbern. Die komische Gasaustrittskugelschwänze haben. Ihr wisst schon, was ich meine. Das war gerade eine schlechte Umschreibung. Ich habe übrigens gelernt, mit Rechtsklick macht man das Licht aus. Und wir können das Ding hier mal reparieren. Können wir nicht, weil ich kein Reparaturwerkzeug in der Hand halte. Aber theoretisch können wir das Ding hier auch mal reparieren. Hoppala. Wir können theoretisch das Ding hier auch mal reparieren. So. Zack. Bam. 100%. Absolut traumhaft. Ja. Gut. Das ist schade. Da macht man nichts. Wir wollten diese Schubkanone und wir wollten. Oh, wir wollten eigentlich zum Live-Pod. Momentchen mal bitte. Dann muss ich hier einmal kurz, ich lege in den Kupferspind, weil der noch nicht so voll ist, erstmal die ganzen Zutaten ab. Eigentlich wollte ich das Ganze hier ordnen, aber das war wohl nichts. So. Bam. Bam, bam, bam. Und dann schwimmen wir jetzt mal schnell rüber. Habe ich den Seaglide nicht eigentlich? Warum habe ich den nicht im Schnellzugriff? So, der ist jetzt ja wieder aufgeladen. Das heißt, ich kann auch schnell hin und her placen. Eieiei. Eieiei. Okay, wir wollen zur Aurora, sage ich. Nachricht abspielen. Spiele teilweise übersetzt, aber. Neun neue biologischen Zielobjekte bestimmt. Austausch von Objektpositionen mit anderen Agenten. Okay. Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, dass dieses Viech, von dem ich angegriffen wurde, ein Warper war und dass das so Agenten sind, die die Leute irgendwie töten wollen. Das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, dass es einer von denen jetzt war. Habe ich jetzt irgendwelche Informationen gekriegt, wo irgendwas ist, ist jetzt die Frage. Jagen analysieren klingt natürlich jetzt erstmal sehr belastend. Das muss nicht unbedingt sein. Was ist denn hier mit fortgeschrittene Theorien? Wow. Nein, da finde ich überhaupt nichts. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir haben. Haben wir alles für die Schubkanone an Bauplänen? Wartet mal. Ich glaube nämlich, das war der Plan, oder? Schubkanone? Wo bist du? Nein, wir haben nur einen Teil von der Schubkanone. Finde ich den anderen Teil auch in der Aurora? Oh, stimmt, wir sollten mal was essen. Habe ich überhaupt noch Essen? Okay, nein, wir gehen jetzt jagen. Auf ins Wasser, auf der Jagd. Können wir dich fangen? Nö, können wir nicht. Mist, wir haben ein Problem. Wir werden verhungern. Na komm. Wir werden nicht verhungern. Gute Nachrichten. Schnapp. Ich bin so schreckhaft. Hör auf, die ständig zu erschrecken. Das ist absolut, absolut grausam. Okay, ist nicht schlimm. Wir schnappen weiter. Schnappen den, schnapp. Wir schnappen den Großen. Der Große bringt bestimmt viel. Und nochmal den. Sorry fürs. Für die Kameraführung. Ich übernehme keine Verantwortung, wenn jemand schwindelig wird. So, wir schwimmen jetzt hier zu dem Dingsee, weil er auch ein Fabrikator ist und der uns schneller Essen gibt als der andere Fabrikator. Nahrung. Hom, nom, 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 nom. Beziehungsweise noch nicht hom, nom, wir essen ja noch gar nicht. Wir kochen ja erst. Naja. Wir haben viele von den Kleinen. Von denen hier. Von den Bumerang ist das.
Ein gekochter Bumerang schmeckt gut um die Flossen herum. Kann das sein, dass ich das jedes Mal vorlese und es lustig finde? Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid. So. Yum, yum, yum. Oh, und ganz viele haben gesagt, ich soll mir noch eine Tauchflasche machen. Ich meine, eigentlich schon die Tauchflasche zu haben. Also die mit hoher Kapazität. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, aber wir können gleich nochmal gucken. Ja, wir haben ja jetzt, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben ja auch jetzt Essen. Essen bringt ja auch Trinken. Ja, alles, alles Gucci, guck mal. Medikit nehmen wir nochmal mit und dann suchen wir uns jetzt noch ein paar Blubberfische. Damit wir noch was zu trinken haben. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Ich glaube, wir haben Wasser in der Basis. Ja, ich glaube, wir haben ziemlich sicher, haben wir Wasser in der Basis. Das heißt, wir swooshen rüber. Und dann nehmen wir einen Schluck. Ja, wusste ich. Beruhigend, die Sets wieder oben zu sehen. Okay, lasst mich mal überlegen. Was war jetzt... Was war jetzt das Ding? Genau, die Tauchflasche. Fabrikator, du sagst, du kannst mir eine bessere Ausrüstung geben, eine Tauchflasche mit hoher Kapazität. Ich glaube, die haben wir am Anfang gemacht. Ich könnte mich jetzt aber auch täuschen. Ich glaube, die haben wir gemacht. Können wir da irgendwie nochmal was upgraden? Eigentlich habe ich die. Moment, können wir auf unser Character Equipment gucken? Hier, wir haben... Nee, Standard-Tauchflasche. Hä, das macht gar keinen Sinn. Weil da steht 30 Sekunden Sauerstoff. Aber wir haben eigentlich ja mehr. Hä? Okay, wir nehmen die mal. Wir können die rausnehmen. Ah, okay, wir haben standardmäßig die 45. Oh, okay, wir können tatsächlich upgraden. Das heißt, wir brauchen... Danke! An alle, die das persistent unter jedes Video geschrieben haben. 2 Glas, 4 Titan und 1 Silber. Das sollten wir doch haben, oder? Glas machen wir aus... Quarz. Dann Silber und 4 Titan. Und dann können wir hier einmal Glas draus machen. Aber wir brauchten 2 Glas, oder? Was war das? Da war doch was. Ja, wir brauchen noch ein Glas. Haben wir noch irgendwo ein Quarz rumliegen, zufälligerweise? Ja, ja, das haben wir. Alles gut. Alles gut. Wir haben nun die bessere Tauchflasche. Gern geschehen. Ich weiß, ich weiß. Finally. Momentchen, dann müssen wir die Tauchflasche jetzt hier einmal nehmen. Dann können wir die hier einmal upgrade-ronien und haben dann mehr Luft und sterben nicht die ganze Zeit an, ihr wisst schon, Luftproblem. Oh, 135? Mm, das ist, oh, das ist fantastisch. 135, Leute, 135. Da kann man ja richtig was unternehmen. Oh Gott, ist das dunkel hier. Dann wurde ebenfalls gesagt, ich soll mal eine kleine Basis bisschen step-upen. Das kann ich natürlich gut verstehen. Die ist noch ein bisschen langweilig. Das heißt, ich würde einfach noch ein bisschen was dran bauen, oder? Außen? Hier mal kurz. Sorry, Schluck auf. Oh, ich wollte die Tür hinter mir zumachen. Das war wohl nichts. Das heißt, wir... Upsala. Ich habe das doch ausgemacht, das Licht. Sag mal... Egal, jetzt haben wir Licht. Auch schön. Licht ist auch wichtig. Das heißt, wir nehmen jetzt hier noch so ein T-Segment, ja? Das T-Segment können wir nicht hier dran machen, weil da die Luke ist. Das T-Segment kommt hier dran. Aber wir sollen es... Ich will es drehen. Wie konnte man das nochmal drehen? Mit irgendwelchen Tasten vielleicht? Nein? Oh, so! Okay, wir können es so drehen. Ich will es so drehen. Das heißt, wir konstruieren nun das T-Segment bald, sobald ich das Titan dafür habe. 3 Titan. Ich baue jetzt erstmal alles, wie ich es will. Und danach suchen wir uns das Titan dafür, okay? Dann mache ich danach noch ein L-Segment hier dran. Da brauchen wir dann nochmal 2 Titan, also 5 Titan insgesamt. Rechnen mit Ronja ist das hier übrigens. Neue Serie. Dann machen wir hier noch ein T-Segment dran, damit wir die anderen T-Segmente... zu irgendwas verknüpfen können, wenn wir möchten. Und dann können wir hier vielleicht später einen größeren Raum dran bauen, weil mir gesagt wurde, man findet später so Mehrzweckräume. Und das wäre ja eigentlich ganz cool. Das heißt, wir bauen hier... Oh, warte. Das heißt, wir sind jetzt bei 5... 8 Titan. Uppala, warum nehme ich das immer weg? 8 Titan. Dann machen wir hier noch... Erstmal nochmal eins von den langen dran. Und dann gucken wir, wozu... das Ganze noch führt, würde ich sagen. Okay? 10 Titan. 10 Titan habe ich auch
rumfliegen. Dim, 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 dim. Und zwar in diesem Schrank. Uah, hör doch mal auf. Die Steuerung ist nicht unbedingt meins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt. Und dann wird hier konstruiert. Warum mache ich diese blöden Geräusche? Es tut mir leid. So, jetzt sollte unsere Basis um einiges größer und um einiges cooler sein. Achtung! Guckt! So, wir sind hier und dann geht's hier noch weiter. Und dann geht's hier noch weiter. Und dann geht's hier noch weiter. Yay! Das freut mich. Das ist cool. Das macht mich glücklich. Das davor wirkt jetzt ein bisschen wie eine Eingangshalle. Das heißt, wir gucken, was wir drinnen noch bauen können. Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen. Wir bauen... Ich will diesen Mehrzweckraum. Oh, mir wurde gesagt, man kann die Bestandteile dafür auf der Insel finden. Aber ich habe auf der Insel überhaupt nichts gefunden. Hm. Das ist jetzt ja blöd. Ich würde vielleicht sogar noch ein, zwei Solarpanel aufs Dach klatschen. Oh, warte mal. Kommunikator. Titan-Kupfererz. Das habe ich doch. Das habe ich doch. Also, da kannst du mir doch nicht... Hier, Titan, Kupfererz. Das heißt, wir basteln jetzt hier erstmal noch schnell den Kommunikator an die Wand. Das heißt, ich muss auch nie wieder in den blöden Live-Pod rüber swooshen. Was machen wir noch? Was ist denn noch wichtig? Medikit-Generator brauche ich jetzt nicht so unendlich dringend. Wandspinde habe ich. Das sind eigentlich die essentiellen Sachen. Eine Leiter. Oh, man kann Stockwerke machen. Richtig. Flutlicht. Wollen wir ein Flutlicht? Glas und Titan? Hm? Flutlicht? Okay, wir machen erstmal das hier. Zwei Quarz, zwei Titan, ein Kupfererz. Ich würde das Flutlicht hier hinsetzen, sodass das quasi hier unten den Bereich erleuchtet, wo man aus dem Fenster guckt. Wisst ihr, was ich meine? So, und zwar hier. Seht ihr das? Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, passt mal auf, das wird voll schön. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, denkt man erstmal, uff, ist ja dunkel, aber... Dann sieht man da unten das mickrige Flutlicht und denkt sich, schön, das hat's rumgerissen. Verratet mal, wer ein kleiner Dussel ist, eben nicht aufgenommen hat, weil er gesagt hat, hey, ich loote nur Items, das ist sowieso langweilig anzugucken, das würde ich, wenn, dann eh nur timelapsen. Das macht keinen Sinn, das aufzunehmen, dann warte ich einfach noch schnell auf den Tag und dann nehme ich weiter auf. Eben kam so eine Art Alien-Kreatur vor mir aufgebeamt. Mega crazy und hat dieses, keine Ahnung, und hat so elektrostatische Geräusche gemacht und hat gesagt, what are you? Also, was bist du? Ich habe nun hier einen Kompass, weil ich nämlich Folgendes entdeckt habe. Und zwar steht hier Standorte der fremden Einrichtung. Das haben wir neu bekommen. Da steht, dass wir eine Seuchenforschungseinrichtung in Tiefe von 800 Metern haben. Und zwar ist es ein Höhlensystem mit betrachtlichen Fossilvorkommen südwestlich der Vollstreckungsplattform, also da, wo wir eben gerade waren. Funktion, Untersuchung, lebende Exemplare. Da ich aber keine Ahnung habe, wo südwestlich ist, habe ich jetzt einfach kurz die Sachen für den Kompass gesammelt. Und habe außerdem schon mal... Hoppala, na komm. Ein Kabelsatz gesammelt, also die Zutaten für den Kabelsatz gesammelt. Damit ich jetzt, Moment, brauche mal zwei Schlingpflanzen, Schlupsis. Oh, das geht nicht mehr. Okay. Ich brauche zwei von denen, damit ich da noch Fasergewebe rauskriege. Und dann kann man damit nämlich einen, irgendwas, so eine Maske machen, die deine Sauerstoffeffizienz in tiefem Gewässer verbessert. Und da steht irgendwie, macht CO2. Zu atembarer Luft und dadurch verliert man nicht so viel Sauerstoff, wenn man unter 100 bzw. 200 Metern droppt. Und dadurch, dass dieses 600 oder 800 Metern war es, diese Basis da unten ist, muss ich ja irgendwie meine Sauerstoff-Efficiency verbessern. Das heißt, wir können uns jetzt dieses Ding hier machen, das Kreislauf-Tauchgerät. Außerdem haben wir, nachdem dieses Alien-Viech sie aufgetaucht ist, eine Nachricht im Kommunikator bekommen, die wir jetzt abspielen. Hier ist die Altera-Zentrale. Möglicherweise ist dies unser einziges Kommunikationsfenster. Wir können kein Rettungsschiff über die volle Distanz schicken, daher werden sie Aurora uns auf dem halben Weg entgegenkommen müssen. Okay. Wir haben Baupläne in den Schiffscomputer hochgeladen. Wir bestellen Sandwiches, nice. Die Flugschreiberdaten zeigen, dass die Hochsicherheitskonsole im Kopf. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt irgendwie einen Code und
Der Code ist 2679. 2679. 9. Okay. Und sie haben sich gestritten wegen Sandwiches. Von dem. Wie es mitgekriegt hat. Wir haben jetzt dieses Kreislaufding. Ich weiß nicht, ob wir das aufziehen können, weil das unsere radioaktive Maske ersetzen würde. Das heißt, da bin ich nicht ganz sicher, ob das so der Weg ist, den wir gehen wollen. Aber wir brauchen jetzt irgendwas, was in die Tiefen tauchen kann. Im Sinne von wirklich in die Tiefen, die wir tauchen müssen. Weil 800 Meter komme ich nicht mit der Seemod. Es gibt wohl irgendwelche Upgrades, wie man mit denen weiter runtertauchen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir die schon haben. Beziehungsweise generell irgendwie finden können. Das heißt, ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen und weiß nicht genau, wohin. Wohin soll ich eigentlich? Warum? Okay, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war ja crazy. Was ist das hier eigentlich? Ist das meine Mobile Vehicle Station? Oh ja, yeah, I see. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir unbedingt einen Kommentar, wonach ich eigentlich suche. Nach welchen Fragmenten. Was wir brauchen, damit wir 800 Meter in die Tiefe kommen. Weil entweder ich brauche wirklich extreme Upgrades für diese Seemotte oder es gibt noch irgendwas, was zum Beispiel so ein Anzug, den man in dem Spiel gesehen hat, auf diesem einen Poster, was ich bei mir drin hängt habe. Sowas wäre ja vielleicht auch was. Das heißt, da würde ich sehr wertschätzen, wenn einer von euch das mir in die Kommentare schreiben könnte. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!